Hallo, 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 ihr Lieben. Heute habe ich wieder so ein Thema, wo ich denke, nee, da muss ich euch doch jetzt, muss ich euch das mitteilen. Und zwar geht es um den Medikamenteneinsatz bei Frauen. Das ist ja schon durchaus ganz schön gehypt worden in den Medien und vielleicht habt ihr es auch gelesen. Ein Wuh ging durch. Überwiegend werden Medikamente an Männern getestet. Danke, liebe Männer, liebe Jungs, dass ihr euch die letzten Jahre, Jahrzehnte als Probanden gemeldet habt und es mir dadurch heute gut geht, wenn ich irgendwelche Beschwerden habe, Symptome habe oder sogar eine Krankheit geheilt werden kann. Das war mir jetzt erstmal wichtig. Und gleich der Appell hier dazu, liebe Frauen, meldet euch in Studien rein, ja, wenn ihr Interesse habt. Tut das vielfach. Und dann hört euch an, was alles auf euch zukommen kann. Von nämlich Unfruchtbarkeit vielleicht und. Übelkeit, Haarausfälle und was weiß ich nicht. Je nach Substanz, die getestet wird. Also gar nicht so eine einfache Kiste, auch Studien oder Proband zu sein. So, ja, natürlich ist es so, dass der Stoffwechsel einer Frau anders funktioniert. Das könnte jetzt tatsächlich ein Fachmann, Fachfrau am besten erklären und Medikamente auch anders wirken. Aber wir können es nicht so präzisionsgerecht tatsächlich gestalten. Das gibt es nicht, dass für jeden Menschen das perfekte Medikament ist. Vielleicht irgendwann mal. So, ich drucke mir meine Pille im 3D-Drucker aus, gebe alle meine Daten ein, kleines Bluttröpfchen und dann kommt die so maßgeschneidert raus. Wäre eine Lösung. Ja, dann bin ich jeden Tag der eigene Studienpatientin. Aber so weit sind wir noch nicht. Was man wissen muss, Studien haben einfach mehrere Phasen. Und die dritte Phase ist die Zulassungsstudie. Und da wären schon mehrere hundert Menschen fließen dort ein. Meistens sind es sogar Tausende, bis überhaupt das Präparat auf den Markt kommt. Und danach wird es natürlich auch an ganz, ganz vielen Frauen beobachtet. Dann gibt es noch diese Phase 4-Studie. Das ist eine Anwendungsbeobachtung. Und hier fließen die Daten auch von Frauen ein. Und natürlich bei Real Life Data, also wirklich, was im wahren Leben passiert, das machen die Mediziner, das wird regelmäßig auf allen Kongressen vorgestellt, diskutiert und eben für den täglichen Einsatz in der Praxis gestaltet. Also alles ist auf einem ganz guten Weg. Und ach übrigens, wenn du mal wissen möchtest, wie das in so einer Studienambulanz abläuft, da haben wir mit der lieben Claudia, die Study Nurses, ein Interview zugeführt. Und die Claudia, die erzählt uns dort nämlich, wie das so ist in der Studienambulanz und ja, was die Patienten so sagen und wie die Zusammenarbeit mit den Ärzten ist. Ein tolles Interview mit ganz viel Fachexpertise lege ich euch sehr ans Herz. Ansonsten, ihr Lieben, erzählt, was habt ihr erlebt? Habt ihr schon Studien gemacht? Wollt ihr mit uns darüber sprechen? Dann kontaktiert uns bitte hier an unsere Adresse. Oder habt ihr Fragen, dann schreibt sie uns gerne auch. Wir freuen uns auf euch. Ich gehe jetzt das nächste Thema suchen, sende euch herzliche Grüße und Wohlsein.